Episch aus. Das sieht episch aus, Leute. Das sieht gut aus. So, sag mal. Hi. Mein Gott. So hell. Ich guck mal hier, meine Haare sind noch weißer als sonst. Ja, nicht. Freunde, herzlich willkommen zurück zu Portal Knights. Heute dabei ist die Kimmy. Hi. So, Freunde, und ja. Ja, es ist jetzt ein Jahr her, als wir Portal Knights das letzte Mal gespielt haben, Freunde. Und in der Zeit ist einiges passiert. Es ist ein Kreativmodus am Start, Freunde, den wir uns jetzt über 5 Folgen angucken. Weil Papa wollte gerade nochmal gucken und dann ist es aus Versehen alles weggegangen. Ja, Freunde, das ist nicht die erste Aufnahme. Wir haben gerade schon einmal angefangen gehabt zu bauen. Ja, haben über eine Stunde aufgenommen und die Datei ist kaputt gegangen. Also können wir komplett von neu starten, Freunde, was total doof ist, aber es ist halt so, wie es ist, man kann es nicht ändern. Was ich sagen wollte, dieses Video, beziehungsweise die nächsten 5 Videos sind gesponsert von 505 Games, also 505 Games, vielen, vielen Dank, dass ihr das Video sponsert und ja, Freunde, ich würde sagen, wir geben Gas, ne, bevor wir Gas geben, nochmal eben kurz gesagt, Freunde, im Kreativmodus ist es nämlich so, dass ihr unsere Welt könnt ihr besuchen, beziehungsweise könnt drauf spielen, Freunde, mit Steam Community, das Ganze bespielen wir momentan auf Steam und ja, Freunde, da könnt ihr auf jeden Fall Vollgas geben. Ja, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. So, ja, das ist mein Charakter, Ego Whitey, das ist Kimmys, wie heißt deiner? Stern, ganz genau. Da seht ihr 52 Minuten Spielzeit. Und ja, ich bin bereit. Du bist bestimmt auch bereit. Ja. Wir machen ein neues... Und die Kamera ist auch bereit. Die Kamera, die da, ne? Ja, die ist auch bereit. So, wir machen kreativ, Freunde. Wir erstellen und drückst du mal auf bereit. Drückst du mal auf blau. Jawohl, dankeschön. Universum 2. Denn, Freunde, ihr habt hier euer Universum. Ihr könnt auf eurem Universum 78 verschiedene Inseln erstellen, Freunde. Ja, durch. Und wir nehmen jetzt die Feen. Genau, da kommen wir jetzt gleich zu. Feenwelt, das wird gleich unser Gebiet sein. Warum, werden wir euch gleich erzählen, Freunde. Ihr habt hier vor 23, ich glaube 23 war es, verschiedene Themen, die ihr euch aussuchen könnt. Ja, Freunde, die Leute, die Portal Knights schon kennen, die wissen auf jeden Fall, was hier abgeht. Also unser Favorit ist der Feenwald und der Winterzauber mit dem ganzen Schnee. Das war auch cool, ne? Mhm. Genau. Also wir nehmen zuerst den Feen und danach den Ninja. Danach Ninja. Mhm. Ja, weil wir überlegt haben, was bauen wir, Freunde? Ja, worauf haben wir Lust zu bauen? Und Ninja hatten wir irgendwie beide drauf Lust. Ja, mussten aber sagen, dass wir uns hinterher dann doch für Feen entschieden haben. Ja, die Kimmy hat da ihr Feenbuch am Start. Ich habe hier mein Tablet auf. Da habe ich ein paar Bilder drauf wegen so einem Feenschloss und so weiter und so fort, Freunde. Ja, denn wir haben uns auch eine kleine Liste gemacht, was wir gerne bauen wollen, Freunde. Wir haben uns in den 5 Folgen vorgenommen. Ein Feenschloss. Ein Feengarten, der übers Wasser geht, eine Brücke und eine Kristallhöhle. Ja, warte, musst du so zeigen. So, das ist Kimmys Feenbuch hier im Garten der Feen. Und ja, da holen wir uns ein paar Inspirationsmomente raus, Freunde, hier auf mein Tablet. Und die Kimmy ist dabei, weil sie sowieso kreativ genug ist, Freunde. Ja, eigentlich bräuchte mir das Ganze gar nicht. Ja, die Kimmy wird die koordinieren. Und ich würde sagen, jetzt habe ich lang genug geredet. Wir gehen ins Feengebiet. Wir gehen im kleinen Teich. Wir machen eine mittelgroße Welt. Wir erstellen diese Welt. Wir gehen da drauf. Wir reisen dorthin. Und jetzt wird gebaut. So, da sind wir, Freunde. Hallo im Feenwald. Hallo, Kimmy. Hallo, Feenwald. Hallo. So, okay. Also, lasst mich mal kurz hier einmal einen Rundgang starten. Hier einmal gucken, wo können wir was Großes bauen. So, da ist unser See. Also wie gesagt, wir haben uns eine kleine Liste gemacht. Wir wollen gerne ein Feenschloss machen. Wir machen einen Feengarten, der hier übers Wasser geht. Dann werden wir wollten wir gerne eine Brücke bauen, eine kleine Brücke dazu. Müssen wir mal gucken, wo wir die hinbauen, ob wir das schaffen, vielleicht von hier nach da drüben. Wir gucken einfach mal. Und dann wollen wir gerne noch eine Kristallhöhle bauen. Und ich glaube, die Kristallhöhle, da wird die Kimmy... Ah! Was passiert? Du musst blau drücken. Hier, das sieht doch ganz gut aus. Hier könnte ich da zum Beispiel das kleine Feenschlösschen bauen hier, oder? Ja. Genau, das machen wir auch. So, pass auf, ich baue mal hier eben die Erde weg hier. Und ich auch. Ja, kannst du mir helfen, wenn du möchtest. Genau. Ach, du hast doch alles voll von gerade, ne? Warte, wir machen mal eben alles leer hier, pass auf. Ja, unten seht ihr, wir haben gerade schon,
Wir haben gerade schon, ja, wie gesagt, wir haben gerade schon gebaut gehabt. So, einmal alles weg. So, bevor wir anfangen, Freunde, möchte ich euch einmal kurz sagen, beziehungsweise zeigen, was wir für Materialien haben. Wenn du möchtest, kannst du ruhig da schon mal alles abbauen. Genau, dankeschön, Schatz. Also, Freunde, wir haben 60 verschiedene Baumaterialien. Darunter sind 10 natürlich, 19 mal Stein. Dekoration sind 5, 6 Kristalle, 4 mal Metall, Stoff sind 4. Und Papi und ich bauen jetzt das Schloss. Genau, Beton sind 7, Portalsteine sind 5, Schloss bauen wir jetzt gleich, ja Schatz. Dann haben wir 183 verschiedene Sitzmöglichkeiten, beziehungsweise Möbel nenne ich jetzt einfach mal. Ja, wo ihr dann aus verschiedenen Kategorien halt wählen könnt, hier aus verschiedenen Sets, Friedhofsets zum Beispiel, Bambus-Set und so weiter und so fort. Dann habt ihr 200 verschiedene Accessoires. Ja, wo ihr dann ja zum Beispiel Feuer habt, Lagerfeuerstelle und. Na, nicht den Boden kaputt machen. Nur die, was hier oben ist, bitte, ja? Dankeschön. Das auf jeden Fall. Dann haben wir 117 verschiedene Pflanzen, Bäumchen, Setzlinge und Blumen und so weiter und so fort. 29 verschiedene Charaktere aus dem Spiel und 27 verschiedene Werkzeuge. Jawohl, so viel auf jeden Fall dazu. Alles klar. So, genau, dann machen wir jetzt alles gerade. Dann bauen wir hier uns nämlich unsere Feenwelt drauf. Unser Feenschloss, würde ich sagen. Unser kleines. Weil in 5 Folgen müssen wir mal gucken, was wir da alles schaffen. Also wir wollen auf jeden Fall, wie gesagt, wir wollen das Feenschloss stehen haben. Von außen auf jeden Fall. Dann wollen wir den Feengarten stehen haben. Und wir können ja gleich mal... Warte, gucke ich jetzt gleich, ja. Moment, gucke ich gleich nach, Schatz. So, wir haben uns jetzt überlegt, beziehungsweise wir haben uns dafür entschieden, werden wir euch jetzt mal zeigen, was wir für Material nehmen. Wir werden jetzt Schneeblock nehmen, ein Schneeblock, weil der extrem weiß ist und wir wollten gerne in weiß bauen. Und wenn man sich jetzt anguckt, es gibt auch einen weißen Betonstein, aber dieser weiße Beton... Ich muss erst gucken da. Da kann man auf jeden Fall sehen, dass der nicht so schneeweiß ist, wie wir den gerne hätten. Ja, deswegen nehmen wir auf jeden Fall den Schneeblock und der Rest wird dann halt ein bisschen mit diesen lilanen Kristallen gemacht. Also wir fangen jetzt erstmal mit zwei kleinen Türmen an, die so nach oben ragen. Warte, ich, wie geht das nochmal? Was denn? Dreieck. Yes. Blau. Ich nehme dafür noch so leuchtende Dinger. Wofür? Mal, möchtest du mal hier reingehen, hier reinfliegen und da ein bisschen Licht reinmachen mit Sterne und so? Ja. Ja, dann mach das doch mal. So, und ich nehme nur noch ein Stück Feuer. Guck mal hier, ich habe dir hier vorne eine Tür gemacht. Und ich muss... Wenn du hier reinlaufen möchtest. Warte mal. Guck mal, so ein schöner Eingang hier vorne, ne, das kann man mal machen, oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde das ganz cool, muss ich sagen. Ja, finde ich gut, auf jeden Fall. Lichter. So, Freunde. Das sieht nicht so episch aus. Wartet mal kurz. Lasst mich mal einen hier weiterbauen. Genau, so. Ich glaube, dann sieht das gleich ein bisschen besser aus. Wartet mal. Ja, wartet. Ah, ein zu hoch, warte. Oh Mann. Boah, jetzt, was ist denn bei dir da los? Da ist aber alles hell und lila. So. Mann.
Mann. Willst du das extra so haben? Ja. Okay. Das sieht dann so schön hell aus. Ja, da hast du recht. Das sieht wirklich hell aus. Der Papa baut hier einen Blödsinn. Blödsinn. Irgendwas passt doch hier nicht. Das ist falsch und das. Die Ecken. Aber warum ist das denn falsch? Was hat der Papa denn da gemacht? Ah, ich glaube, ich weiß. Hier. Ja, nee, ich habe keine Ahnung. Jetzt sieht er doch richtig aus, oder nicht? Was ist denn daran so lustig? Hör auf, mich auszulachen. Ja, ich bin nicht so kreativ wie du. Wie ging das nochmal? Ja, jetzt brauchst du wieder meine Hilfe, ne? Erst den Papa auslachen, ne? Ja. Brauch ich nicht. Brauchst du nicht? Ja, ich zeig dir gleich, du. So. Wunderhübsch. Wo ist Feuer? Wo ist mein Feuer? Boah, ist das hell hier drin. Boah, ich gehe wieder raus. Da kriege ich Augenschmerzen, ey. Boah. Okay, jetzt hat der Papa... Ah, warte mal. Wo bist du? Ja, so sieht's gut aus. Zack, da ist der zweite Turm, Freunde. Aber wartet, mal einer hinweg. Bam. Lass mich mal vom Weiten gucken. Ja. Das sieht gut aus, oder? Ja, was? Aber... Das sieht gut aus. So, jetzt baue ich dir hier unten eine Tür hin, okay? Einverstanden? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Geh ruhig rein. 2. Habt keine Angst, Freunde. Ich werde jetzt gleich noch das hier natürlich, beziehungsweise ich werde das jetzt auch, wir werden das auf jeden Fall noch verbessern hier vorne. Okay, das ist, einer ist zu, irgendwas ist zu viel. Ah, okay. Das hier war zu viel. Ach so, ich bin runtergefahren. Ja, eine Treppe muss ich jetzt gleich auch noch machen. Eine Treppe mache ich dir auch noch. Ach, warte, ich muss auch einmal in die Tür rein. Hallo? Hallo. Schön grün, ne? Ja, es sieht schon cool aus, auf jeden Fall. Hast du echt super gemacht. Alles klar. Zack. Bitteschön. So, 2 Türme, 2 Eingänge. So liebe ich das. Okay, so liebe ich das. Lasst mich überlegen. Lasst mich das hier abbauen. Ich baue jetzt die Treppe hier hoch. Genau, wir bauen die Treppe hier hoch aus. Was für ein Material nehmen wir? Haben wir irgendwie so veredelter himmlischer Block? Können wir uns gleich mal angucken. Haben wir irgendwie so Kristall oder... Nee, dann nehmen wir den hier. Das sieht doch, glaube ich, ganz gut aus. Pass auf. Lasst mich mal gucken. 7. Oder der verhimmelte edelische Block hier. Nee, dann nehmen wir auf jeden Fall die 7. Die 7 geht auf jeden Fall klar. So, pass auf. So, dann bauen wir eine Treppe hoch hier. Das sieht gut aus. Ja. Da bin ich dabei. Ja, da bin ich dabei. So. So. Und dann kann man... Ja, mein Gott, sieht das cool aus. Wo? Hier in der Treppe. Wow. Guck sie dir an. So, gibt's auch ein Treppengeländer oder so? Nee, dann lassen wir das so. Okay. Also, ich komm mal nach draußen, Schatz. Guck dir mal die Treppe an. Ich finde die richtig schön. Haben wir schon gesehen.
Hast du schon gesehen? Ja. Cool, oder? Ja. Der Papa mal eine gute Idee gehabt, ne? So, dann mache ich auf der anderen Seite das auch noch, ja? Ja, yeah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Zack, das noch weg. 1, 2, 3, 1. Ich habe schon die dritte Farbe. Schon die dritte? Ehrlich? Mhm. So viele Farben? Mhm. Gibt es da bei dir? Mein Gott. Ich guck sofort, warte. Ich bin gleich da. Warte, eben noch. Oh, das sieht episch aus. Das sieht episch aus, Leute. Das sieht gut aus. So, sag mal. Hi, mein Gott. So hell. Ich guck mal hier, meine Haare sind noch weißer als sonst. Ja, nicht. So, okay, alles klar. Jetzt nehme ich die blauen Steine. Oder lieber zuerst Feuer. Ja, zuerst lieber Feuer. Oh, Schatz, darf ich den Stern hier wegmachen? Ja. Der stört nämlich gerade. Okay. Wenn wir auf jeder Seite 5 lassen, kann ich 4 wegmachen. Heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Dann kann ich den hier wegmachen. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann muss ich jetzt hier drumherum bauen. So. Ich mache jetzt die Eingangstür, Freunde. Darum kümmere ich mich jetzt um die Eingangstür. Mein Gott, was ist denn da bei dir los? Alles voller Sterne, mein Gott, die Kimi. So, jetzt bauen wir dann auch nochmal eine Eingangstreppe hin. Das machen wir dann aber später auf jeden Fall. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier, ja, auf jeden Fall so klein drumherum bauen können hier. Wäre auf jeden Fall, wie gesagt, das wird so eine kleine Feenfestung werden. Also wird nichts groß. Er wird jetzt kein Mega-Schloss oder so, sondern das wird so klein, süß. Dann passt das auf jeden Fall. Baum, hau mal ab hier. Sieht aber gut aus, oder? Das sieht schon gut aus, oder? So, jawohl. So sieht's gut aus, Freunde. Da haben wir das auf jeden Fall auch schon mal. Gut. So, jetzt ist die Frage. Was bauen wir uns für einen Boden? Das ist jetzt die Frage. Lasst mich kurz gucken. Also den Boden, den will ich noch bauen. Den Boden will ich noch bauen. Schatz, ich brauche jetzt deine Hilfe. Was für einen Boden hättest du gerne? Möchtest du Teppich haben? Möchtest du... Ich habe keine Ahnung. Möchtest du eine spezielle Farbe haben? Was möchtest du für einen Boden haben? Hier gibt es auch Kristalle, so himmlischer Steinblock. Jadesteine, ich möchte Marmor, einen bunten Teppich haben. Einen bunten Teppich? Mhm. Wie einen bunten Teppich, also mit Farbe? Ja. Welche Farbe hättest du gern? Blau, grün, gold oder rot? Gold. Gold? Ja. Reicht dir das? Und ich möchte gerne noch... Rot. Rot. Gold und Rot? Ja. Mehr Gold oder mehr Rot? Mehr Gold. Mehr Gold?
Ja gut, pass auf, dann baue ich jetzt erstmal alles mit Gold hier, ja. So, lassen wir das. Dann packe ich dort. So, und stopp. Stopp. Denn, Freunde, das war's für die erste Folge gewesen. Ja, das wird unser... Also, wie gesagt, wir sind eigentlich schon mal recht gut rangekommen. Möchtest du auch mal vom Weiten gucken? Dann fliege ich mal raus und guck dir das mal an. Boah, das sieht schon gut aus. Nicht gut? Sieht schon gut aus, ne, oder? Machen wir noch schön zu, dann bauen wir ein bisschen rein. Vorne kommt noch ein schöner, Und jetzt machen wir noch mal. Nee, jetzt ist Schluss. Können wir dann nehmen wir... Nee. Nein, wir bauen das noch weiter, aber nicht jetzt noch mehr, okay? Wir gehen doch jetzt gleich noch zum Leon, haben wir doch gesagt. Ja. Nee, okay. So, Freunde, das war's für die erste Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Schaut in der Beschreibung vorbei, da packt ihr euch die Links zu Portal Knights rein. Danke, guck mal. Jetzt? Moment mal. Siehst du irgendwo eine Laterne? Nein, Schatz, sehe ich nicht. Ich wollte eigentlich nur so eine Laterne sehen. Kann ich ja nicht sehen, weil das ja innen drin war. Nicht aus. Bis dahin, Freunde. Alles Gute. Haut rein. Die Kimi und ich.